So, Freunde, es geht weiter. Kamera läuft wieder. Schauen wir mal, wie lange sonst. Weiß ich auch nicht, was hier los ist. Wir schauen mal. Also, wir erinnern uns ganz kurz, im letzten Teil haben wir grandios Munition verknallt. Aber dafür rüsten wir ja jetzt hier wieder ein bisschen auf. Also, wir haben definitiv bei den Kurzwaffen echt Federn gelassen. Ne? Das war sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber es waren halt auch ein paar Gegner, die wir da hatten. Von daher hoffe ich, dass wir hier wieder ein bisschen was finden. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, noch ist es okay. Ich meine, gut, dass wir Jesse dabei haben. Der hat uns ja vorhin auf jeden Fall ein bisschen Feuerschutz gegeben. Das ist definitiv gut. Gut, sodass wir einmal in Ruhe uns verbinden konnten. Denn das wäre sonst sehr schlecht ausgegangen für uns tatsächlich. Ist hier irgendwas? Irgendwas, was wir gebrauchen können. Ja. Ist es. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und auch hier gehen wir gleich durch. 5 Aufladungen. Ja, tauschen wir. Hier laden wir schon mal nach. Was steht hier? Okay. Wieso Tipp? Und jetzt? Vielleicht kommen wir da weiter. Lass mich doch mal looten. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Da gehen wir gleich her. Ne, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Und hier liegt viel rum. Oh, wir müssen uns auch definitiv ein... Können wir es schon? Nein, wir brauchen mehr Lappen. Wir brauchen gleich unbedingt Lappen. Da kommen wir gar nicht hinter. Wahrscheinlich, weil es Sicherheitsglas ist. Wobei ich da jetzt... Nee... Warte mal, wenn ich hier durchgehe, komme ich nur hier hin. Aber das ist wahrscheinlich die Tür. Und da werde ich nicht reinkommen. Schade. Schade, schade. So, die Flasche. Oh, was war das? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da haben wir den Lappen. Das heißt, wir brauchen definitiv ein Medipack. Flasche haben wir schon. Gibt es hier noch irgendein Gebäude, wo wir rein können? Nee. Okay. Ich denke, wir können weiter. Da kann man anscheinend hochgehen. Denke ich jetzt mal. Aber wir gucken erstmal, wo er hin möchte. Alles für Poster. Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Das heißt, wir müssen sogar hierher. Klar, wir können hier theoretisch hoch. Aber es scheint hier, oder ich hoffe zumindest, dass es hier ein bisschen was zu holen gibt für uns. Wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht. Eine Schublade, lass was Schönes. Die ist leer, ernsthaft. So, aber hier kommen wir nämlich hoch in den ersten Stock. Ups. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Da kommt man wahrscheinlich eher nicht hoch. Oh, da liegt einer. Da können wir hier an der Seite hergehen. Okay. Hier haben wir eine Flasche. Ah, das explosive Zeug können wir gar nicht verbrauchen, ne? Na, hätten wir jetzt eine Bindung gehabt, ne? Also, ich nenne es lieber Klebeband. Dann hätten wir uns hier was bauen können. Aber so
Nee. So, er steht unten, das heißt hier oben, aber da komme ich nicht noch weiter hoch, oder? Das wäre natürlich ganz cool, aber ich gehe nicht davon aus. So, hier auf den... Nee, da kommen wir nicht hoch. Bringt uns auch gar nichts. Ich... Aber es liegt da. Guck mal. Ich habe keine Idee. Tipp. Versuchen wir es. Lass mich doch einfach mal looten. So, wir müssen rein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also der Tipp, den können wir uns definitiv sparen. Dass wir hier über das Auto klettern. Ist noch im Auto irgendwas drin? Nein. Nichts drin. Also hoch. Und wo sind die Gegner? Oder kommen noch keine? Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob hier können wir sicher her. Keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Nichts. Auch nichts drin. Das heißt, wir müssen hier weiter. Ist genau das gleiche, als wenn wir hier durchgekrabbelt wären. So, hier steht ein Motorrad. Nichts, nichts, nichts. Also klettern wir einfach mal hier hoch. Ach, guck mal, da hinten steht ein Riesenrad. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Das ist ein Stückchen, definitiv. Verdammt. Da müssen wir wohl schwimmen. Okay. Ist hier trotzdem irgendwas? Nein, ich glaube, wir machen einen schönen Körper, oder auch nicht? Ich weiß jetzt halt gar nicht, gibt es ja auch irgendwas unter Wasser? Aber es ist so eine schlechte Sicht hier. Wahrscheinlich ertrinke ich jetzt. Guck mal, jetzt kommt sie gar nicht mehr hoch. Das war knapp. Das war knapp. So, also hierher. Ich habe halt gesucht, ob es irgendwie so eine kleine Höhle gibt oder so. Ne? Ich arbeite dran. Wo zufällig irgendwie ein bisschen Munition rumliegt oder so. Aber das war nichts. Okay, da ist was, wo wir reingehen können. Aber Infizierte. Es geht los. Natürlich wieder in der Dunkelheit. Eins. Zwei. Oh. Wo? Wer sieht mich? Nein, keine Hose. Oh mein Gott. Yeah.
Schattenstalker. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher so sehr. Okay. Ich gehe davon aus, dass der gleich von alleine kommt. Jetzt wäre halt ein... Wieso kann ich hier nicht hoch? So, wir locken mal einen Stalker an. Nimm du mal deine Munition, die wahrscheinlich unbegrenzt ist. Ich höre nichts. Okay. War's das? Ja. Dann war's okay. Ich glaub schon. Glaube ich. Ich glaube, das war okay. Guck mal, da haben wir... Oh, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir werden uns definitiv einen explosiven Pfeil, also einen Sprengpfeil erstellen. Und ich hab jetzt ein gut... Also ich glaube, das ist okay. Ich weiß gar nicht, lohnt es sich bei Stalkern, sich dran zu schleichen? Ich glaube nicht, oder? Guck mal, eine Schere ist voll... Die können wir aber nicht benutzen. Das heißt, die müssen wir leider liegen lassen. So, einmal ganz kurz alle Waffen nachladen. Passt hier noch einer rein? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, was hier so rumliegt. Anscheinend nicht so viel. Wobei, ein bisschen Munition gab es ja gerade schon. Ne? Ich will ja nicht, ich will ja nicht undankbar sein. Aber noch viel mehr scheint es hier gar nicht zu geben. Oder? Na, ich bin echt positiv überrascht, wie gut wir jetzt die Stalker hier im Griff hatten. Guck mal, hier könnte man theoretisch hoch. Aber vorher gucken wir hier noch, ob hier irgendwas ist. Ich würde es mal interessieren, jetzt mal sowas ganz anderes. Ich habe ja bei Elden Ring gesehen, da gibt es ja, glaube ich, ein Video, da hat einer das Spiel durchgespielt, ohne ein einziges Mal von einem Gegner getroffen zu werden, was ich völlig utopisch finde, weil ich einfach schon nach 2 Minuten gestorben bin. Mich würde mal interessieren, ob es was Ähnliches für The Last of Us Part 2 oder auch Part 1 gibt. Also einmal irgendwie wirklich so ein kompletter Durchlauf, ohne einmal von einem Gegner getroffen. Okay, das war's. Also, fangen wir doch mal von vorne an. Einmal, ob es einmal so einen Durchlauf gibt, ohne einmal getroffen zu werden. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Was ich mir aber, glaube ich, was ich sehr schwierig finde, wäre dann irgendwie so ein Teil oder so ein Durchlauf,
bei dem man, ob das überhaupt möglich ist, bei dem man halt keinen einzigen Schuss abgibt, sondern alles irgendwie nur mit Messer oder so macht. Wenn ihr das wisst, sagt mir Bescheid, muss ich mir definitiv angucken. Also, an das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen und sagt Misch, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen. Okay. Das nehme ich dir dann mal ab, denn das brauchst du nicht mehr. So, wir können was Neues herstellen. Schalldämpfer. Ja, komm. Vielleicht ist es schade um den Lappen, das weiß ich noch nicht. Aber das könnte halt sinnvoll sein, wenn wir die, oder wenn wir in Zukunft vielleicht noch hier und da ein paar Stalker beseitigen wollen. Okay, anscheinend war das nur so eine kleine Loot-Area. Und hier geht's nicht weiter. Hätten wir uns auch sparen können, okay. Los, Team Jackson. Das wäre verfickte Arschlöcher. Treffend formuliert. Okay. Kann man machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir unterm Strich haben wir wahrscheinlich, wenn ich mir das angucke. Ja, hier haben wir auf jeden Fall drei verschossen. Hier haben wir auch was verschossen. Ja, unterm Strich denke ich, wären wir besser bei weggekommen, wenn wir die nicht abgeknallt hätten. Oder beziehungsweise gar nicht erst reingegangen wären. Aber okay, so ist das manchmal, ne? So, wir gehen wieder tauchen, beziehungsweise schwimmen. Hier kommen wir nicht her. Können wir da drunter her? Ja. Anscheinend ja. Hoffe ich. Und hoch. Da hinten. Hm. Hier. Und hoch. Kommen wir hier rüber? Nein. Warum nicht? Aber hier drauf. Okay. Nicht weit bis zum Riesenrad. Hat sie gesagt, nicht weit oder echt weit? Wir kommen schon noch hin. Ich glaube echt weit, ne? Ja, finde ich nämlich auch. So, wir gucken erst einmal. Aber hier gibt es nichts, ne? Ne. Was wir denn hier haben. Meinst du kommst da durch? Mal sehen. Ich wäre gekommen, weißt du. Okay. Du gesagt hattest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich hab zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, weil du genau Kerl bist. Das habe ich gemeint. Na, hier warten doch bestimmt wieder welche auf uns, oder? Customer Service. Sammelkarte. Wen haben wir diesmal? Wir haben Tanaga. Tanaga. Na? Wieso zeigt die mir die nicht? Ich hab doch drauf gedrückt. Das ist Tanaga. Society of Champions. Ein kompletter Held. Okay, wir können bei der Gelegenheit, wenn wir hier schon mal drin sind, einmal schauen, wie viele Zusätze wir haben. 72... So, Fertigungsgeschwindigkeit.
Verbesserte Medikits. Das dauert halt. Ne? Dann müssen, die beiden könnten wir jetzt. Ansonsten bewege dich im Bauchlage schneller. Das finde ich eigentlich ganz cool. Lauschmodus Reichweite ist auch ganz nett. Nein, aber ich mache das in Bauchlage schneller, weil ich habe das Gefühl, dass ich in dem Part hier, in Part 2, öfter in Bauchlage unterwegs bin. Einmal kurz ausprobieren. Ja, das ist besser. Als noch in Part 1. Von daher ist das, denke ich mal, eine gute Wahl. So, hier liegt ein Lappen. Ich höre irgendwo einen Frosch quaken. Geht's hier hoch? Hier geht's. Ach, da sind wir ja wahrscheinlich wieder. Aber egal, nein, wir wollen erstmal hier unten noch weiter gucken. Denn gerade diese, ja, ich sag mal, großen Geschäfte, die bieten natürlich auch immer die Gefahr, dass wir hier was verpassen. Das ist natürlich schwierig. Mehr Pfeil oder ein Sprengpfeil? Damit würde ich gerne noch warten. Ziemlich daneben. Oh. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh. Das mag sein. Hm. Guck mal, Kinder dachten oder fanden die früher niedlich. Hattest du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Echt, hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Fellpferd. Es ist etwas, das mit dir passiert. Wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt, nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du echt. Tut das weh? Fragte der Hase. Manchmal, sagte das Fellpferd, denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Ja, wir plaudern. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch, aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur, ich brauche, ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. Okay. Ist voll. Das heißt, jetzt muss ich mich entscheiden. Entscheide mich für einen Sprengpfeil. Wobei natürlich das Problem beim Sprengpfeil ist, da kann ich mal nicht ebenso lautlos jemanden erledigen. Ach, ich bin blöd. Guck mal, den Sprengpfeil, da brauche ich gar keine Schere. Okay. Aber schade, noch nicht genug Band. Aber hier gibt es definitiv einiges zu holen. Das ist echt gut. Das ist der Customer Service. Da waren wir schon. Ich glaube, ich habe hier unten alles fertig. Wenn nicht, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Oh. Ein Pfeil, ein Sprengpfeil, ehrlich. Ich wusste nicht, dass man noch Sprengpfeile finden kann. Wow. Was für ein Ort. Die sind noch nicht. Gehen wir wieder zur Straße. Lange tot. Die sind noch nicht lange tot. Aber hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas für mich, oder? Nein. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Die Jungs haben es wirklich aufeinander abgesehen. Das geht schon seit Jahren so. Wie alles wohl angefangen hat? Okay, so. Wie kommen wir denn darüber überhaupt? Denn hier sind wir auf der Seite. Das heißt, wenn wir wieder auf die Straße wollen, müssen wir hier hin.
theoretisch da hoch, aber da komme ich ja gar nicht hoch. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier drauf. Und jetzt würde ich sagen, dass Jesse einfach hier hoch muss. Jesse? Kommst du hier hoch? Oder nicht? Okay, das heißt dann wohl oder nicht. Also, wie kommen wir denn hier zur Straße? Weil eine Tür gibt's ja hier draußen. Aber war da was? So, sah mal so aus. Denn eine Tür gibt's ja hier gar nicht. Da würden wir herkommen, aber da kommen wir ja nicht durch. Da geht's nämlich wieder zur Straße. Hm. Hier kommen wir nicht her. Und jetzt sind wir halt wieder hier oben. Und hier ist ja kein Ausgang, oder? Oder kommen wir da hoch? Aber da kommen wir ja gar nicht hin. Das ist ja auf der falschen Seite. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Okay, du flatterst noch ein bisschen. Ja, also hier komme ich definitiv nicht raus. Ja. Wo wir hin sollen? Wie wär's da lang? Wo lang? Den Tipp, den brauche ich jetzt wirklich mal. Ja, da möchte ich ja her, aber da kam ich doch nicht durch, oder? Ich würde ja gerne hierher. Was verpasse ich gerade? So, wir gehen hier nochmal hoch. Ach so, einfach an. Okay. Das war ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof, aber okay. Es sei mir gegönnt. So, man kann hier bestimmt nicht umsonst hergehen. Hier ist sicherlich irgendwas. Ja. 11 Pillen. Das ist natürlich richtig gut. Klatschen wir uns wieder ab, oder nicht? So, Freunde, wir sind wieder auf der Straße und ich würde sagen, bevor wir weitergehen, beenden wir den Part an der Stelle. Geht auf jeden Fall jetzt, oder storymäßig, die letzten beiden Teile da, war definitiv ein bisschen was dabei. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vor allem bin ich gespannt, was mich hier noch erwartet. Denn bisher waren jetzt diese beiden Areale, in die wir reingegangen sind. Einmal das mit dem Stalker und jetzt dieser Bücherstore. Das war tatsächlich, so wie es aussieht, optional. Also wir können anscheinend einfach auch nur durchziehen, aber um dort zu looten, ist das natürlich fantastisch. Meine Freunde, ansonsten immer wieder Tipps dalassen. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.